Hallo, ich bin Caillou. Magst du die Schlafenszeit? Ich liebe sie. Meine Schwester Rosie liebt sie auch. Mama und Papa haben unsere Schlafenszeit wirklich lustig gestaltet. Es müssen so viele Sachen erledigt werden. Möchtest du dich zu uns gesellen? Dann können wir schön schlafen und morgen wieder von neuem beginnen. Lass uns anfangen! Es gibt jede Menge Aktivitäten, die wir machen können, um uns aufs Schlafengehen vorzubereiten. Mal sehen, wie die Schlafenszeit heute aussieht. Ein Gute-Nacht-Lied singen, aufräumen, Abendessen, Zähne putzen. Womit sollen wir anfangen? Hilf Rosie dabei, vor dem Schlafengehen ihr Zimmer aufzuräumen. Alles hat das Buch gehört auf das Bücherregal. Die Spielzeugkiste ist für das Spielzeug. Schmutzige Kleider gehören in den Wäschkorb. Das Buch gehört auf das Bücherregal. Die Spielzeugkiste ist für das Spielzeug. Das Buch gehört auf das Bücherregal. Schmutzige Kleider. Die Spielzeugkiste ist für das Spielzeug. Schmutzige, hervorragende Arbeit. Alles ist schön aufgeräumt. Das hast du gut. Zeit fürs Zähneputzen. Zieh eine Zahnbürste in meine Hand. Reibe deinen Finger an der Stelle, wo die Zahnpaste drauf soll. Schrubbe jetzt meine Zähne, um sie zu putzen. Gut gemacht. Wasch meinen Mund aus, indem du auf den strahlend weiß. Das hat Spaß gemacht. Bald ist Schlafenszeit. Ich kann das Abendessen gar nicht mehr erwarten. Tippe auf die Mahlzeit, um sie zu essen. Super! Das Abendessen riecht lecker. Tippe auf die Mahlzeit, um sie zu essen. Oh, mein das Abendessen war lecker. Das hat Spaß gemacht. Singen wir ein Gute-Nacht-Lied für Rosie, damit sie leichter ein... Berühre die Musiknoten, um das Gute-Nacht-Lied zu spielen. Wow, was für ein schönes Gute-Nacht-Lied. Gut gemacht. Nun, da unsere Schlafenszeit erledigt ist, sind wir bereit für das Land der Träume.